Einfach straight up in die Luft werfen, ne? Ja, das fliegt dann einfach von alleine in die Richtung, wo es lang geht. Genau. Da müssen jetzt wir müssen hin. Die müssen wir uns jetzt merken, die Richtung. Oh, der kommt wieder. Wieder ein. Soll ich gleich nochmal werfen? Ja, solltest du lieber nicht. Die können auch kaputt gehen. Okay. Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen in die Richtung, die er uns gezeigt hat. Und wir laufen so lange jetzt dorthin, bis das Enderauge wieder zurückgeht. Damit wir halt sozusagen sagen können, okay, es muss in diesem Bereich sozusagen liegen. Ah, okay. Ergibt Sinn. Und dann ist da unter uns der Stronghold. Und da kamen wir uns dann rein. Da ist das ich Portal. Ich habe das Gefühl, du läufst viel schneller. Warum nehmen wir unsere Pferde nicht? Achso, oh, unsere Pferde, ja. Aber die armen können Ponys. Aber nicht mit. Ja, die fühlen sich hier gut, oder, also die fühlen sich wohl. Ja, ich glaube, die fühlen sich hier wohl, aber scheiß drauf, auf deren Wohlbefinden. Willst du mit den Pferden ins End gehen? Geht das? Ja. Ja. Wir können ja reingehen mit denen mal. Ja, es könnte auf jeden Fall interessant werden. Wo ist eigentlich dein Hund? Ich weiß nicht, wo ich den geparkt habe. Wo sind die Pferde überhaupt? Die Pferde müssten hier, guck mal, wo ich jetzt gerade hinlaufe, die müssten... Ich sehe das Pferd. Yo, hier ist es mit dir. Wo ist meins? Nein, jetzt muss ich laufen. Da ist meins, guck mal hier. Hier hinterm Haus versteckt sich. Keine Ahnung, wo Simba hin ist. Egal, wir brauchen Simba nicht. Ich meine, du hast ihn doch eigentlich hier oben geparkt. Oder bevor wir in die Cave gegangen sind. Also in die Höhle hier. Ja. Yeah. Guck mal, da ist er. Echt jetzt? Ja klar, guck mal, der wartet hier. Nehmen wir auch mit, oder? Endkampf, ja, Abfahrt. Alle mitnehmen. Junge. Aber dann, also ich sag so, es könnte sein, ja, dass die sterben. Egal, Endkampf. Da müssen wir alle durch. Okay. Dann ist der emotionaler, der Kampf, weißt du? Meinst du, es muss um was gehen, wir müssen was verteidigen sozusagen? Ja. Wir reiten. Bis zu unserem Tod. Warum stirbt mein Pferd immer wieder, wenn ich tauche? So. Ja, das Pferd kann, also ist nicht so der beste Schwimmer. Wo bist du überhaupt lang? Hier, vor dir. Hey, wo bist du denn? Warst du gerade auch hinter mir? Ach, da. So, wir gehen mal noch weiter in die Richtung. Dann kannst du aber, ich würde so sagen, in 200-300 Blöcken kannst du mal das nächste Mal nochmal ein Enderauge werfen. Mhm. Guck mal, hier sind Lamas. Lol. Sind das keine Alpakas? Nee, das sind Lamas. Ich dachte, das sind immer Alpakas. Du könntest übrigens mal schlafen legen. Fuß an Fuß. Ja. Ich hätte einen Eisenhelm noch, der ist besser, ne? Ja, genau. Kannst du machen. So, Simba ist auch startklar. Abfahrt auf Pony. Kurzes Nachtlager bei den Lamas. Ja. Aber wobei, du kannst mir den Goldhelm geben, ich habe gar keinen. Ui, Memo. Ja, sie passt zu meinem goldenen Pferd, ne? Ja. Du hast auch Goldschuhe. Ja, das passt. Die Pony, meinst du schneller? Drin! Boah, du bist wirklich schneller, ne? Ja. Ja, wie unfair. Soll ich vom Berg hier oben nochmal eins werfen? Ja, würde ich mal sagen. Du kannst mal ruhig hier werfen. Abfahrt! Oh, es geht zurück. Okay. Richtig gut. Kannst wieder einsammeln. Dann können wir uns mal merken, die X-Koordinate ist 1800. Und dann können wir gleich mal bei 1700 oder so oder 1600 werfen. Und dann wissen wir, dass es in dem Abstand von 200 Blöcken ungefähr hier sein muss. Okay. Ich habe zu viel Mathematik schon wieder hier. Ja. Man kann sich sogar, wenn du zwei Enderaugen geworfen hast, kannst du das sogar ausrechnen, wo der Stronghold ist. Du kannst den Schnittpunkt nämlich berechnen. Aber ich glaube, das machen wir mal lieber ein andermal. Du kannst nochmal jetzt, du kannst ruhig jetzt nochmal werfen. Okay, ich werfe hier schon. Ja, berechne mir den Schnittpunkt, der hat doch schon was gebracht. Wo ist hingeflogen? Es fliegt jetzt wieder in die andere Richtung. Also das heißt, dass es zwischen den beiden Punkten, bei denen wir geworfen haben. Aber wo ist meine Enderperle hin? Ist die kaputt? Ich hab sie aufgesammelt. Okay, dann werfe ich jetzt einfach. Ist die irgendwo zwischen, ne? Ja, warte mal, ich kann jetzt nochmal werfen, damit wir es nochmal ein bisschen genauer wissen, weil wir haben 13 Stück. Im schlimmsten Fall bauen wir nur 12. Das heißt, hinter uns kann es nur sein, es kann nur vor uns sein. Und dann jetzt noch weitergehen. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich es ganz genau weiß, aber auch nur, weil wir halt genug haben. So, es fliegt nach hier unten. Ja, das heißt, dass es unter uns ist, der Stronghold. Oh oh. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt halt runtergraben und ich glaube, dass es mit den Pferden ein bisschen, naja... Können Pferde in ein Boot reingehen? Nee, also nicht in der Java Edition. Also das, was wir jetzt spielen. Weil bevor jetzt, glaub mir, Minecraft-Videos oder Minecraft-Streams oder irgendwas sagst und es ist in den verschiedenen Versionen unterschiedlich, dass die Leute auf dem Handy, ja bei uns auf dem Handy geht es so, das ist ganz anstrengend. Aber es geht hier in der Version nicht. Okay, also bauen wir uns straight up runter oder was? Wir bauen uns jetzt runter. Nicht straight, sondern wir gucken immer so. Guck mal, wie ich... Ich, ja. Guck mal, wie ich das mache. Also ich gucke immer sozusagen, was unten ist. Ich hab keine Schaufel. Ja. Ich hab dich nicht geschubst. Nee, alles gut. Du kannst mir auch immer einfach hinterher... Oh nein! Du hast ihn gehauen. Nein, hab ich nicht. Der ist runtergefallen. Guck mal, du kannst jetzt zum Beispiel hier mal reinspringen. Dann kann ich einfach für uns beide bauen. Genau. Jetzt geh mal jetzt auf den oberen Block. Ich hab einen Enderman gehört. Ja. Ich muss einfach gar nichts machen.
Guck mal, hier ist eine Cave und hier ist auch der Stronghold. Hallo, Wawa. Stronghold, keine Ahnung, was das ist. Also das ist halt. Ich habe keine Fackeln mehr. Egal. Hier sind Fackeln platziert. Also es sollte eigentlich halbwegs hell für dich sein. Ja. Glaube ich, oder? Ja, ja, passt. Jetzt müssen wir nur das Portal finden, ne? Ja, jetzt müssen wir das Portal finden. Ja, das sollte easy sein. Ja, auf jeden Fall aufpassen, weil hier auch immer wieder Monster auf dich warten können. Also ich sag so, du kannst, aber musst nicht mit einem Kürbis spielen. Also ein Kürbis. Oh, guck mal, hörst du das? Ja. Warte. Wir müssen dorthin. Oh. Wo? Wo der, wo das Geräusch herkommt. Echt jetzt? Warum? Weil da die Silberfische sind und dort ist der Spawnerraum. Okay. Ja, guck mal hier. Hier muss es sein. Stop. Ja. Guck mal, es wird ernst. Guck mal, dann bauen wir jetzt mal ganz schnell den Spawner ab, weil die Silberfische können schön ärgern. Also, die können sehr nerven. Oh. Aua. Ja, das ist hier übrigens das Endportal. Über das Ding geht's, Ich hab Angst zu sterben. In das End. Okay. Okay, pass auf. Ja. Was sagt dein Nervositätsgrad? Was würdest du sagen? Entspannt. Wirklich? Ja, weil du dabei bist. Okay, das ist doch gut. Das ist doch perfekt. Also, alleine würde ich mir... hätte ich voll... Nein, das kriegen wir schon alles hin. Also pass auf, der Plan ist jetzt wie folgt. Wir, also du musst mir jetzt einfach mal sagen, ob das für dich cool ist. Wenn nicht, dann musst du mal gucken. Also bau dir mal den ab und setz den mal auf. Also anstelle von deinem Helm. Wow. Also jetzt also du siehst halt jetzt weniger. Das Ding ist, du kannst jetzt Enderman angucken, ohne dass sie halt sozusagen aggro auf dich werden. Wenn du die nämlich nicht hättest und die anguckst aus Versehen, dann sind die Enderman aggro. Jetzt musst du halt sagen, okay, ist das jetzt doof, dass, weil du halt jetzt kaum was sehen kannst. Wir machen voll in, Alter, Abfahrt. Alright, dann machst du das halt mit einem normalen Helm. Wie zerfetzen die? Okay, dann machen wir das so. Dann kann ich ihn ja aufsetzen. Okay. Nee, Spaß, ich kann auch ohne machen. Hast du einen Wassereimer? Also weißt du, was du im Notfall machen kannst? Also wie ein MLG Water funktioniert im Notfall? Nee. MLG Water, was? Okay, nee, dann anders. Nimm du diese Enderperle. Und die hältst du dir in der Hotbar, aber die benutzt du nur im Notfall, wenn du in die Luft geschleudert wirst vom Drachen. Das sind unterschiedliche Enderperlen. Genau, das ist ein Enderauge, was du hast, und das ist eine Enderperle. Du musst aufpassen, dass... Scheiße, das wird... Oh Mann, das wird... Wo sind wir überhaupt? Okay, warte, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir gehen da jetzt einfach rein. Ja. Und du musst einfach... Orientier dich einfach ein bisschen so dran, wo ich lang laufe und so. Easy. Okay. Soll ich die Augen da reinpacken? Du kannst es reinstecken. Die machen coole Sounds. Ja. Ja. Und du willst den Wolf mitnehmen, den Hund? Ja, Simba, guck mal, wie süß er dich anguckt. Er fragt dich gerade, willst du nicht, dass ich mitkomme? Okay, dann müssen wir es so machen. Das ist voll verwirrend für den Kopf. Warte. Dann muss ich jetzt erst, also wir müssen das End dann aber vorladen, weil wenn er jetzt zuerst reingehen würde, dann... Ja. Ist das Problem, dass ich glaube, dann könnte er sterben. Also ich glaube, ich gehe einfach mal zuerst rein, dann schubst du den Hund rein und dann kommst du nach, okay? Okay, warte, das andere Ender-Dings, da brauche ich nicht, dieses Eye of Ender. Das brauchst du nicht mehr, nur die Enderperle. Die Enderperle kann ich im Notfall halt teleportieren. Wenn du in der Luft bist, dann, ja, wir reden dann darüber, wenn es soweit ist. Okay, ich bin bereit. Okay, wir kriegen das hin, ne? Ja, yeah, wir kriegen das hin. Man muss mit einer gewissen Ausstrahlung und ein bisschen Selbstbewusstsein hier rangehen, ne? Bin ready. Okay, dann gehe ich rein. Bisschen drin? Du kannst jetzt den Hund, jetzt musst du den Hund reinschieben und jetzt kommst du nach. Okay, ich glaube, er ist drin. Ja, ich komme. Ja, auf geht's. Hä, wir sind ja voll sicher hier gespawnt. Tja. Okay. Wir müssen jetzt hier rausgraben. Mhm, du griffst dich raus, ich bin ready mit meinem Schild. Okay. Komm, Simba. Simba unterstützt uns. Okay, und jetzt geht's darum, dass wir die Kristalle oben abschießen, damit er sozusagen keine Regeneration hat. Ansonsten macht's keinen Sinn, vorher jetzt auf den Drachen einzukritten. Okay. Erst die Dinger kaputt machen. Verstehe ich. Okay, da oben geht's raus. Alright. Jetzt wird's jetzt keinem Enderman in die Augen gucken. Ich gucke auf den Boden. Die Dinger abschießen. Und genau, vor diesen Dingern musst du. Da darfst du nicht reinlaufen. Das macht viel Schaden. Okay, die Explosionen nicht reinlaufen. Genau, also der schießt sozusagen auf dich und dann sind da so lilane Partikel. Oha. Und das ist so ein Flächenschaden. Greift der eine Enderman mich an? Ja, der greift dich gerade an. Pass auf. Ja. Du läufst einfach mal. Ich laufe. Ja. Der ist ganz schön schnell. Ja, pass auf. Das sind sogar zwei, warte. Warum wollen die mich? Aua! Weil du denen in die Augen geguckt hast. Ich habe noch jemanden in die Augen geguckt. Nein! Es tut mir leid! Alles gut, alles gut! Scheiße! Warum? Simba, hilf mir doch, what the fuck?
Okay, bleib da stehen, wo du bist jetzt. Warte. Stehen bleiben, meinst du? Siehst du, wo ich bin gerade? Ja, ich sehe dich. Stell dich mal hier unter das Dach. Hier unter das Dach. Geh unter das Dach. Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Ich sag mal, ich hab dir den Kürbis angeboten. Ich hätte gar nicht in die Augen geguckt. Ja, das geht halt schneller, als man denkt, leider. Manchmal, man kriegt es halt gar nicht mit, wenn man denen halt in die Augen guckt, weil es so viele sind. Die waren voll weit weg, ich hätte die gar nicht angeguckt. Ja, ich weiß. Ich kenne das Gefühl, das ist halt richtig belastend. Mann, das Ding ist halt, dieses Dach, das hilft eigentlich, aber du standst halt in der Ecke. Hab ich gemerkt. Die Ecke, wo ich hitten konnte. So kurz davor. Wir waren halt wirklich sehr kurz davor. Ich glaube... Der gute alte Minecraft-Gott möchte nicht, dass ich das Spiel durchspiele. Ey, Mann, aber das kriegen wir halt safe call hin. Also wir müssen es halt echt irgendwann nochmal probieren. So, okay, Leute, das war's mit Minecraft Hardcore. Wir haben es nicht geschafft. Wollt ihr nochmal, dass wir es versuchen, Leute? Wollt ihr nochmal, dass wir es versuchen? Weil ich habe es allein nicht geschafft. Ich schaff's mit Basti nicht. Ich schaff's gefühlt mit niemandem. Wollt ihr nochmal, dass Basti nicht es versucht? Und wenn ja, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr wollt, dass wir es schaffen. Und ja, wie gesagt, Basti ist in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Nächstes Mal schaffen wir es safe. Und ja, rechts kommt es zur letzten Minecraft-Folge. Und links könnt ihr einfach mal drei Kanäle abonnieren. Und ich würde sagen, das war's für ein Video. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao.